Was geht ab? Hier ist euer Bester von K-Doppel-OL-SAV. Es Kusowasch, der King of Rap, und ihr seid beim Splash Mag. Splash. Am Donnerstagabend das Splash Mag mit Savasch. Hallo. Hallihallo. Wie geht es dir denn? Auch ganz gut. Eigentlich okay. Ich bin so in freudiger Erwartung auf, was jetzt noch passieren wird, was mit meinem Album sein wird und so weiter. Du sagst das Stichwort, viertes Soloalbum von Savasch, Märtyrer. Wir treffen uns, wir haben uns das letzte Mal gesehen vor 3 Jahren, 2011. Da hast du Aura veröffentlicht. Und man kann, wenn man sich mit dir zu einem Soloalbum-Release trifft, eigentlich darauf wetten, dass man sich so Ende Oktober zu einem Interview trifft. Denn es kommt immer im November. Savasch, warum ist das so? Ich bin schon ein Mensch, ich mag das, Sachen schon immer wieder ähnlich zu machen. Ich mag das, so geregelte Abläufe zu haben. Dazu muss ich sagen, ich weiß gar nicht, warum es im November immer kommt. Ich glaube, weil ich so oftmals kurz vor Winter anfange und dann so ein Jahr brauche. Weil die Winterzeit ist da, wo ich kreativ werden kann. Im Sommer komme ich nicht klar. Ich muss dann aber meistens durch den Sommer auch arbeiten, aber keine Ahnung, das ist so, ja, hat sich irgendwie eingebürgert. Dazu kommt Sommerloch, weißt du? Und ich will auch irgendwie jetzt so ungern irgendwann anders releasen, dann, dass dann die Leute sagen, oh toll, er ist gerade auf 1 gegangen, aber in echt hat man irgendwie 2500 CDs die Woche verkauft. Das ist so ein bisschen albern. Und dann denke ich mir, okay, im November, da ist eine knackige Konkurrenz, da ist Weihnachtsgeschäft und es macht auch Spaß. Außerdem bedeutet das dann auch, dass ich zu einer kalten Jahreszeit touren kann. Und ich liebe die Kälte, ich hasse die Hitze. Und dann bin ich im Februar meistens auf Tour. Und das ist dann sehr schön. Blaue Kapsel, rote Kapsel, Matrix, Matrix. Jeder Verse ein gottgesegnetes Manuskript. Spitten auf höchstem Niveau und trotzdem sind's alles Hits. Dein Lebensglück obliegt der Laune und Gnade eines anderen Mannes. Somit machst du dich vom Clown zum Sklaven. Egal wie lang auch dein Schwanz ist, der Einzige, der gefickt wird, bist du. Fakt ist es Fakt, keine Sache der Ansicht, mein Tod tot bringen. Kamikaze, infektiös, mach auf Sportlehrer. Body Mass, infektiös. Märtyrer erscheint im November. Du hast gesagt neulich schon, dass es nicht so ein Aura-Album wird. Du auf jeden Fall ein bisschen auf das Epos und Pathos verzichtest. Jetzt hören wir diesen Titel Märtyrer und das ist natürlich wieder ein großes Wort. Brauchst du diese großen Wörter? Magst du die? Legst du es da drauf an? Gewissermaßen schon. Ich glaube, das hilft schon ganz gut, um so eine Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und wie man das dann auslegt oder was man damit macht, das ist ja jedem selbst dann noch überlassen. Weißt du? Also ich glaube, dass es dann im Laufe des Albums, dass es dann gar keine Rolle mehr spielt, wirklich, dann, wie es heißt. Ich meine, der beste Tag meines Lebens war ein absurder Name für ein Album. So, kein Mensch konnte diesen Titel einem bestimmten Sound zuordnen. Bei Aura hat es ganz gut gepasst, sage ich mal, in irgendeiner Form. Aber bei Märtyrer, also ich glaube nicht, dass mein Sound wirklich diesen Titel unbedingt in dieser Form widerspiegelt. Ich hätte es auch XYZ nennen können, aber ich glaube, das Wort funktioniert ganz gut und das ist ja auch das, was ein Rapper macht, mit Worten spielen. Ja. Weil wir gerade bei diesem Wort sind, jetzt haben wir natürlich, das konntest du wahrscheinlich nicht wissen, als du angefangen hast oder dem Album einen Namen gegeben hast, jetzt haben wir natürlich eine Zeit, die politisch schon hochbrisant ist. So, es wird wahrscheinlich auch dich betreffen, deine Eltern kommen beide aus der Türkei. Märtyrer ist mittlerweile politisch besetzt, siehe IS. Bist du ein Mensch, der sich politisch interessiert? Interessiert auf jeden Fall, engagiert leider nicht. Da ist auf jeden Fall noch so ein gewisses Manko, aber ich würde jetzt, in diesem Moment, würde ich mein Album wahrscheinlich auch nicht Märtyrer wieder nennen, weil es einfach, wie du schon sagst, war nicht vorherzusehen, dass es sich so krass entwickeln würde. Ich meine, es gab ja auch Tendenzen, so weißt du, spätestens nach 9/11 war es ja schon so, weißt du, dass sich so ein bisschen auch in der ganzen Darstellung und so weiter dass die religiösen Fraktionen irgendwie so und die Religionen an sich irgendwie immer mehr so eine Kluft dazwischen angefangen hat, sich zu entwickeln. Und jetzt ist es halt so in irgendeiner Form auf einem traurigen Höhepunkt und ja, also ich will nur, dass die Leute wissen, dass dieser Titel nichts mit solchen Dingen zu tun hat, nicht mal im Ansatz. Wir werden gleich den Begriff noch ein bisschen aufdröseln, den Albumtitel sozusagen. Vorneweg aber die Frage, gibt es eine Sache, ein Märtyrer ist ja jemand, der für eine Sache sterben würde. Gäbe es denn theoretisch eine Sache, für die du sterben würdest? Natürlich für meine Familie.
Sofort. Ja. Und natürlich auch für gute Freunde, die dann ja auch irgendwann zur Familie werden. Blaue Kapsel, rote Kapsel, Matrix, werf dich in die blaue Kapsel, rote Kapsel, echte Welt, ich reiß dich aus der blaue Kapsel, rote Kapsel, Matrix, werf dich in die blaue Kapsel. Dann lass uns doch über Märtyrer sprechen. Morgen erscheint das Video zu dem Titeltrack Märtyrer. Single nur. Die Single, genau. Ja. Aber ach, noch kein. Das Video drehen wir morgen. Okay, das dreht ihr morgen. Aber die Single kommt morgen. Das heißt, der Hörer weiß schon, kann einordnen, wenn er es hört. Worum geht das überhaupt? Denn man muss ja sagen, im Vorfeld wurde sehr, sehr viel darüber spekuliert, was hat dieser Titel auf sich. Und eigentlich dachten ja alle, jetzt kommt's aber schon, der stirbt für Rap. Jetzt ist alles ganz anders eigentlich und voll umgedreht. Vielleicht kannst du es dem Hörer oder einfach, vielleicht kannst du es allgemein ein bisschen aufdröseln. Was meinst du damit? Was war dein Ziel? Naja, was war mein Ziel? Also ich habe mir jetzt davor nicht so viel Gedanken gemacht, was mein Ziel ist. Ich habe den Song geschrieben, der hat sich so von selber entwickelt. Das ist schon in erster Linie auch ein irgendwie auch eine Ansage, auch ein bisschen so ein Battle-Song, ein Angriff auf die anderen MCs und in der Hook sage ich, sie sagen, bring dich mal um, töte dich, tu es für uns, tu es für die Kunst. Das ist zum einen das, was die Crowd von einem erwartet. Also das heißt, wenn du als Künstler aktiv bist und damit dein täglich Brot verdienst und damit auch auf die Bühne gehst, ist es schon so, dass die Leute sich am liebsten wünschen, jetzt im übertragenen Sinne, dass du einfach dir dein Leben nimmst für die, so dass du alles dafür machst. So. Das ist halt so ein bisschen wie so ein Gladiator in der Arena, so weißt du, der die Leute belustigen soll. Man lässt sich ja auch irgendwie darauf ein. Andererseits, wenn man anfängt, Musik zu machen und wenn man anfängt, das alles irgendwie ernster zu verfolgen, ist man eigentlich nicht so darauf vorbereitet. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich den Rappern sage, ja, wenn ihr so tun wollt, als ob ihr jetzt hier das ganze Ding anführen könnt, wenn ihr sagt, ihr liebt Rap und ihr lebt Rap so, dann macht es doch so. Dann zeigt, dass ihr bereit seid, dafür zu sterben. Und im Endeffekt ist das ja eine Frage, die sich von selbst beantwortet. Die zeigt dann halt, dafür ist keiner bereit zu sterben. Und im Grunde sind die alle nicht, im Übertragen sind nicht bereit, irgendwie diesen Weg zu gehen, so weißt du, und alles dafür zu geben. Und ich habe in vielen Sachen auf jeden Fall Zugeständnisse machen müssen und musste auch auf Sachen verzichten, auch in meinem Leben und auch in meinem Privatleben. Und in irgendeiner Form habe ich das auch für Rap und für Hip-Hop getan, habe es auch gerne getan. Aber ja, so gewissermaßen bin ich auch für die Mucke so ein bisschen, ein Teil von mir ist auch manchmal dafür gestorben. Du gehst ja, also im Grunde genommen, ne, ist ja diese Essenz so, ihr könnt sterben, ne, mit eurem Krümelrap. Wenn ihr nämlich sterbt, dann bleibt für mich der große Rapkuchen übrig und dann seid ihr alle weg und ich mach mein Ding. Das sagst du zum Beispiel in deinem letzten Track, Lang genug gewartet, wo es ja dann auch überspitzt heißt, Asche zu Asche, Staub zu Staub und die Hunde sind begraben. Ich hatte dann gestern beim Hören des Albums so ganz kurz das Gefühl, das ist das Urteil, nur diesmal rechnest du nicht mit einer Person ab, sondern vielleicht mit einer ganzen Szene. Es ist sehr überspitzt gesagt, aber könnte man das so sagen? Meinst du auf dem ganzen Album oder? Okay. Ich glaube, man kann schon sagen, dass ich mir vorgenommen habe, mit diesem Album irgendwie schon ein deutliches Gegengewicht zu dem darzustellen, was auf jeden Fall jetzt gerade als Rap betitelt wird, so weißt du, oder eben geläufig als Rap, was man unter Rap versteht. Aber also ist es auch gewissermaßen auch vielleicht eine Abrechnung teilweise, aber es ist mehr, sage ich, meine Version von dem, was ich unter Rap verstehe. Und wenn das zufälligerweise genau das Gegenteil von dem ist, was gerade läuft, so, dann kann ich halt nichts dafür, so weißt du. Dann kommen die halt mit unter die Räder. So. Es ist schon ein bisschen so, als würde ich mit einem Monster-Truck durch die Stadt fahren und dann... Alles plappert. Und relativ unabsichtlich, aber weil man das dann halt nicht so mitbekommt. So. Und die müssen dann halt für sich sagen, okay, warum klingt jetzt das so und meins klingt so? Vielleicht ist es ja auch eine erzieherische Maßnahme, so weißt du, eine therapeutische Maßnahme, dass die sich sagen, Dicker, vielleicht überdenke ich nochmal das, was ich mache und vielleicht ist es doch nicht so geil und eigentlich ist es auch relativ schlecht, was ich präsentiere. Ja. Wir haben es ja gerade schon aufgedröselt, das ist ein sehr Battle-Rap-lastiges aufgedröselt. Ich habe immer mal so Lieblingswörter, du weißt ja, wie das ist. Ne? Wir haben es auf jeden Fall jetzt gerade schon ein bisschen gesagt, das ist kein Aura-eskes Album, das hast du im Vorfeld auch schon gesagt, sondern es ist sehr Battle-Rap-lastig. Jetzt frage ich mich natürlich, ist das auch ein bisschen Kalkül in einer Zeit, in der es Debatten um den King of Rap gibt? Nee, also man muss ja ehrlich sagen, ich beteilige mich an keiner dieser Debatten. Und für mich persönlich, ich weiß, was ich von einem MC erwarte. Ich versuche, meine Erwartungen, die ich an einen MC stelle, selber auch tatsächlich zu erfüllen. Und ich habe es ja selber auch schon in einem Song beantwortet, als wäre ich nur der King dieser Mucke. Niemals. Du bist ich bin diese Mucke, genau. Und
Das habe ich vorhin auch Visa gefragt. Ich meinte auch, du kannst es mir dann im Endeffekt beantworten, weil ich es in diesem Track schon beantwortet habe. Also ich habe damit kein Problem, dass jeder kann sich im Endeffekt King of Rap nennen. Das ist ja ein Titel, der nicht offiziell ist. Der wird ja nicht vom Papst verliehen oder vom Königshaus, sondern im Grunde, wenn jemand für sich der Meinung ist, dass er bereit ist, das zu machen. Wie gesagt, jeder kann sich so nennen und ich habe das Gefühl, dass ich viel für die Musik tue, dass ich alles gebe und nach meinem eigenen Verständnis bin ich ein guter, sehr guter MC und hoffe, dass das alle anderen auch von sich selbst auch behaupten können. Ja. Du hast ja auch im Vorfeld schon gesagt, du hast jetzt auch schon gesagt, es ist schon eine leichte Abrechnung. Das Album geht schon stark nach vorne, es hat schon so eine latente Aggression auf jeden Fall auch. Du hast auch im Vorfeld gesagt, du hast dir deine gestörte und verbissene Art beibehalten und hast auch erwähnt, dass du schon viel aufgesaugt hattest, wo du gemerkt hast, das muss irgendwie raus. Warst du wütend zu einem gewissen Zeitpunkt? Komischerweise, als ich das Album geschrieben habe, jetzt also in der Produktionsphase, komischerweise gar nicht. Ich war eigentlich relativ gut drauf und besser drauf als bei den meisten anderen Alben. So, ich hatte einen guten Fluss so, aber ich hatte einfach Bock auf energischen Rap, der nach vorne geht, weil ich habe mir gesagt, Digga, man hört das auch nicht. Das gibt es zurzeit nicht. Dieses Ding, das ist so irgendwie, keine Ahnung, roh und hart und straight klingt mit vielen Silben und das einfach, dass man durch den Beat rattert, wie ich so gesagt habe, rattert durch den Beat wie eine Nähmaschine, so weißt du, dass es so durchgeballert wird und das hat mir gefehlt und deswegen habe ich das einfach gemacht. Also es ist so, ich finde es auch tatsächlich schwer im Nachhinein darüber selber zu sprechen oder jetzt auch über die Motive, weil oftmals, ja, ich glaube, so viele dieser Sachen entstehen auch unterbewusst, so, weißt du, das ist nicht so, dass du da selber so total analytisch rangehe und das davor schon weiß. Mir hat mal ein Künstler gesagt, also jemand, der malt, er macht das, weil das gemacht werden muss oder weil es halt einfach so aus ihm rauskommt. Das würde ja dann schon wieder so ein bisschen zu dem passen, was du gerade gesagt hast. Gewissermaßen schon, also es gibt Menschen, die sind der Überzeugung, die sagen, jeder Gedanke, der existiert, dadurch, dass es eine Schwingung ist, eine elektromagnetische oder ein Impuls, dass jeder Gedanke und jede Idee, die entstanden ist, dass die in irgendeiner Form in einem Feld um die Erde herum gesammelt ist, so weißt du, weil diese Sachen können nicht einfach wegfliegen, so. Genau, und deswegen gibt es ja auch dieses Phänomen, dass eine Erfindung zum Beispiel an zwei verschiedenen Orten der Welt von zwei verschiedenen, total unabhängigen Menschen gleichzeitig oftmals entsteht, so. Weißt du, dass Erfindungen relativ zeitgleich an diversen Orten der Erde entstehen. Und deswegen verstehe ich das, was du meintest mit dem Künstler. Also ich glaube, es kann sein, dass diese Sachen da sind und in irgendeiner Form, glaube ich, bedient man sich bei jeder Sache, die man erfindet, allein schon durch das, was man weiß. Sein ganzes Wissen und Können ist ja gewissermaßen auch etwas Übernommenes. So, weißt du? Also wir fangen ja nicht von selber an, uns Sachen komplett beizubringen, sondern wir verstehen sie nur, aber wir erfinden sie nicht. Wir erfinden nicht das Sprechen neu, wir erfinden nicht das Handeln neu. Weißt du, alles wird einem ja beigebracht. Und insofern würde ich sagen, vielleicht existieren auch diese Dinge, vielleicht existiert alles, was wir sozusagen abrufen. Es ist dann halt so, einen Weg zu finden, diese Schleuse zu öffnen und das rauszulassen. Wenn wir gerade dabei sind, es wird ja wahrscheinlich einige Leute geben, die jetzt dein Album hören und sagen, krass, hätte ich nicht gedacht. Vielleicht Leute, die dich auch jetzt erst auf dem Schirm haben oder so. Würdest du sagen, du hast wo angeknüpft oder dich ein Stück weit neu erfunden? Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen. Nö, ich glaube, sowohl als auch, ich denke, für mich ist das nicht alles so ein Verlauf, dass ich sage, hier war ich mit LMS, da war ich mit Haus und Boot, da war ich mit Beste Tag. Natürlich ist es auch eine Entwicklung, aber oftmals ist es auch so ein Ding eher, guck mal nach links, dann bin ich mal so gegangen. Oder dann bin ich mal in die Richtung gegangen, da haben wir eine gespaltene Persönlichkeit gemacht mit Xavier. Dann bin ich mal in diese Richtung gegangen, da habe ich mal ein Bello 3 gemacht oder was auch immer. Und dann gehe ich mal in die Richtung, dann klingt mein Aura so. Und also das ist so mehr, man geht in verschiedene, man hat verschiedene Variationen so, aber ich glaube, dass diese Persönlichkeit von mir, so wie es jetzt auf Märtyrer klingt, so diese MC-Persönlichkeit hat immer existiert und es ist vielleicht nochmal stellenweise eine bisschen ausgearbeitetere Version, aber nicht wirklich neu erfunden in der Form. Was mir auffiel gestern beim Hören, war ein Track, und zwar Zweifel und Bestätigung. Mhm. Und zwar auch deshalb, weil du wirklich mit Vorurteilen umgehst und damit spielst und im Grunde genommen ja auch so Kritiker ein bisschen die Grundlage wegnimmst. Ne? Da heißt es zum Beispiel, sie sagen, man muss im Übrigen sagen, die Vocodo-Stimme ist Lars. Ja. Ne? Sie sagen, du bist alt geworden, hättest deinen Style
verloren. Das ist ja sowas wie nach der Art, ja, den Savasch von früher, den gibt es nicht mehr. Also Vorurteile, mit denen Leute auch zu dir kommen. War dir das wichtig, das irgendwie so ein bisschen klarzustellen und vielleicht auch mit so einem Track dann schon eine gewisse Antwort zu liefern? Nein, überhaupt nicht, weil ich kann dir ehrlich sagen, wie es auch zu dem Track gekommen ist, zwei Gründe. Einmal, Razzcast hat damals einen Song gemacht, Interview with a Vampire. Ich will das richtig aussprechen. Da geht es darum, da unterhält er sich mit Gott und dem Teufel. Und ich mochte diesen Track immer, ich mochte das Konzept, da hat er auch so eine tiefe Stimme so. Das heißt, insofern, ich wollte immer so einen Song machen, auch als Tribut gewissermaßen, der in irgendeiner Form daran anknüpft, so, oder auch an dieser Idee anlehnt, was kein Biten ist, sondern in meinem Fall wirklich so, ich wollte eigentlich darauf hinweisen, also ja, diese Idee in irgendeiner Form für mich mitbenutzen, so. Und auf der anderen Seite war es so, als Matrix rausgekommen ist, davor hieß es so, ah, Savasch, seine Zeit ist vorbei, er ist im Arsch, der macht nur noch Schmusepop. Dann auf einmal kam Matrix, dann hieß es, KKS ist back, der King ist zurück, er hat alle gefickt und so weiter. Und es war eher Zweifel und Bestätigung, ist sogar eher so, spiegelt das wieder. Der erste Part ist so, steht für die Zeit davor. Dann der zweite Part bin ich quasi so, wie, ich komme mit etwas Neuem. Und der dritte Part ist dann wieder dieses, sind sozusagen die Comments oder die Gedanken der Menschen, die dann sagen, oh, er war nie weg, er ist der Krasseste. 50 Cent hat mal gesagt, Fans sind wie Junkies, die empfinden keine Loyalität, die gehen zu dem, der den besten Stoff hat. So. Und genau das ist es. Wenn ich einen scheiß Song mache oder wenn ich einen Song mache, der den Leuten nicht gefällt, ist es für die so, ah, er ist im Arsch, er ist weg. Wenn ich morgen einen krassen Song mache, dann ist es wieder, oh, er ist der Beste, ich habe immer an ihn geglaubt. So. Und ich finde es auch nicht schlimm, das ist okay, der Mensch ist so, der Mensch funktioniert so, bestimmt bin ich gewissermaßen bei manchen Sachen auch so, daher kann ich das so verstehen und so nachvollziehen. Aber das, im Grunde wollte ich das mit dem Song irgendwie darstellen. Krasser Ausspruch von 50 Cent, ist sehr viel Wahres dran auf jeden Fall. Du hast gesagt, du hast in der Entstehungszeit zu Märtyrer sehr viele Battles geschaut. Jetzt interessiert mich natürlich schon so ein bisschen, was hattest du beispielsweise Lars Battle, hast du das angeguckt? Hast du dir ein paar Rap am Mittwoch Sachen angeguckt oder Don't Let the Label You oder was schaust du dir dann an? Nee, es sind überwiegend amerikanische Battles. Natürlich ist Lars Battle, das ist sozusagen unser Deutsch-Rap-Aushängeschild-Battle, sage ich mal jetzt, gegen Drop, weil das einfach, weil Lars gezeigt hat, was man technisch auf Deutsch auch machen kann, so ohne dass es albern klingt oder so. Überwiegend aber habe ich mir amerikanische Battles angeguckt, auch natürlich die Sendung auch von Eminem, dieses Total Slaughter zum Beispiel, dann natürlich die King of the Dot Sachen und URL, alles. Also ich schaue mir mehr Battles an, als ich mir Rap-Alben anhöre. Also das ist mein Geschmack so. Das ist die Art, wie die miteinander umgehen, was die rappen, wie die das machen, das gefällt mir sehr gut. Das ist krass, dass du so ein Freund davon bist, weil du ja auf der einen Seite bist du technisch unglaublich versiert, auf der anderen Seite legst du ja aber auch sehr viel Wert auf Musikalität. Die fehlt ja da so ein bisschen. Ne? Wie kann man das so vereinen oder sagst du, es muss ein guter Musiker oder Rapper muss das eine können und das andere? Ja, ich erwarte das sowieso. Also ich finde, das muss beides passen. Ich finde, Rapper, die keinen Geschmack haben, zum Beispiel beim Beats picken oder die gar nicht wissen, wie sie ihre Stimme auf dem Beat einsetzen sollen, das hat für mich keinen Wert, das höre ich mir gar nicht an. Deswegen liebe ich zum Beispiel Nas, dass der immer so komische Beats nimmt und die Leute haben ihm immer vorgeworfen, genauso wie sie mir vorgeworfen haben. Ich würde seltsame Beats picken, aber er pickt nur Beats, die nach seinem Geschmack sind und deswegen respektiere ich auch Eminem, dass er auch bei den Beats keine Kompromisse macht. Ich meine, das letzte Album, ich kann mir das auch nicht so gut anhören und viele finden es kacke, aber das ist sein Style und genau das liebe ich und das mag ich auch an Kanye und so weiter und ich hasse die Rapper, die jetzt beigehen und sagen, okay, wer sind die 10 aktuellsten Producer, jeder schickt mir einen Beat und dann so, dann ist mein Album fertig und bei den Battles ist es einfach so, die Stimme ist und die Sprache ist für mich das Instrument irgendwie und ich feiere das einfach, das ist so, als ob gerade ein Gitarrist ein Solo spielen würde, man würde sich nur Soli von den Gitarristen angucken, so fühlt sich das für mich an. Gibt es denn noch für dich eine Rap- oder Battle-Szene in Deutschland, die man auf dem Schirm haben sollte? Gibt es da noch Menschen, die man auf dem Schirm haben sollte? Hast du jemanden auf dem Schirm? Naja, es gibt natürlich, wie gesagt, du hast ja schon genannt, Rapper Mittwoch und Don't Let the Label Label You etc. Also das Movement ist auf jeden Fall da. Das muss, ich denke, da ist noch viel Verbesserungsbedarf da auch. Aber es gibt ja auch Battle-Rapper, die so ein bisschen über dieses Battle-Rap-Ding hinaus jetzt auch Sachen machen. Ganz vorne natürlich Lars, der für mich
einer der besten Battle-Rapper überhaupt ist und der aber auch großartige Alben natürlich auch parallel macht. Ansonsten gibt es halt Jungs wie Takt 32 zum Beispiel, der auch ein Battle-Rapper ist, aber der auch, von dem ich jetzt immer mehr höre, dass er Sachen aufnimmt und released etc. Und da gibt es eine Menge und das ist auch, also es wäre auch mein Wunsch, dass sie diesen Übergang auch finden, weißt du, dass es nicht nur auf der Bühne stattfindet, sondern dass man auch Musik macht und vielleicht auch das Gelernte auch nochmal anderweitig irgendwie anwendet. Du hast ja auch gesagt, dass dir wäre es ganz recht, es gänge mal wieder mehr ums MCen. Total, ich wünsche mir das. Das ist mein Traum, Alter. Ich bin ein Hip-Hop-Nerd, Alter. Und ich bin darauf hängen geblieben und habe ich ja oft genug gesagt. Und ich stehe einfach aufs MCen. Mich interessiert der ganze andere Humbug nicht. Mich interessiert nicht, was einer verdient und keine Ahnung, all dieses Gesülze, das spielt für mich keine Rolle. Sehr, sehr gutes Stichwort. Wir haben hier momentan eine Zeit, in der es Rap sehr, sehr gut geht, Deutschrap sehr, sehr gut geht. Wie sinnvoll oder lächerlich findest du eigentlich diese Debatte um Verkaufszahlen, Chartplatzierungen, ausverkaufte Hallen etc. pp.? Also Rap bringt es ja mit sich, Rap ist Competition und irgendwie haben wir das ja auch alle ein bisschen im Blut, dass wir in irgendeiner Form mit dem Erreichten in irgendeiner Form auch Welle machen bis zum gewissen Maß und ich kann es auch nachvollziehen. Für mich ist nur so, irgendwie fehlt da der Sinn, wenn einer oder wenn sich jemand dann nur darauf ausruhen sollte oder dass das Allerwichtigste ist. So für mich ist jemand kein besserer Rapper, weil er mehr verkauft. Wenn man das so sieht, müsste man ganz ehrlich sagen, Fantastische Vier und Crow sind die besten Rapper, die es gibt. So. Und das sind sie ja eindeutig nicht, so, weißt du. Aber da müsste man sagen, wenn es um Verkauf geht, sind sie die Größten, weißt du. Und für mich zählt da einfach noch viel mehr dazu. So. Also dazu muss man auch wirklich ehrlich betonen jetzt auch nochmal, ich bin jetzt nicht dazu da, das alles aufzudecken, so Michael Moore-mäßig, aber 90% der Rapper ist halt auch wirklich Story gemacht. Also vieles ist davon einfach auch erstunken und erlogen und die meisten Jungs fahren halt wirklich am Ende des Tages doch einen Golf oder mit einem Drive-Now dann durch die Gegend, so, weißt du, und natürlich ist es cool dann fürs Video sich irgendwie ein Ferrari oder AMG zu mieten, aber wenn man den sich selber nicht mal leisten kann, dann damit so eine Faxen zu machen, das ist keine Ahnung, Alter, ich bin ein bisschen so, das ist echt abgedroschen, aber ich sehe doch das schon so, dass ich sage, keep it real, weißt du, also zeig doch das, was du bist, so, ich finde, das reicht auch manchmal, das ist auch sympathisch, so, und ich mag das auch, wenn Rapper darüber erzählen, dass sie zum Beispiel nichts haben oder wenn sie darüber reden, was sie sich erarbeiten wollen und so weiter. Da sehe ich dann, da höre ich andere Sachen, die mir dann wichtig sind, raus. Hat sich das krass geändert so in den letzten Jahren? Also ist das jetzt auch vielleicht eine Sache, die viel, viel leichter zu machen ist, diese ganze Kommerzialisierung, vielleicht auch so Verpoppung von Rap? Ich meine, früher zu den Anfangszeiten, muss man ja mal sagen, wäre das ja utopisch gewesen, oder? Dass hier permanent Leute auf die Eins gehen. Naja, in dieser Form jetzt schon, also man muss jetzt ganz kurz, also müssen wir auseinandersplitten, so, weil das ein bisschen kompliziert ist. Aufdröseln, genau. Das verläuft ja zyklisch, weißt du? Also das heißt Fun-Rap, es hat vielleicht mal mit Fun-Rap angefangen, dann gab es ganz schnell diesen Umschwung, sprich, dann kamen die ganzen Geschichten wie, also erst kam Fanta 4, sagen wir mal, und dann kam Konkret Finn, RHP, Advanced Chemistry, dann wurde es viel ernster und dann ging das eine Zeit lang so und dann kam wieder Fun-Rap zum Beispiel, Fettes Brot und Tobi und Bo etc. Dann wurde es wieder ein bisschen ernster, weißt du? Und jetzt ist halt eine Phase, wo jetzt so ein bisschen beides parallel läuft, so, aber natürlich die erfolgreichen Sachen sind halt schon dieses so, doch eher so ein bisschen leicht verdauliche, weißt du, so Crow kommt natürlich sehr, sehr gut bei den Leuten an, das ist halt jetzt auch nichts, was einen jetzt so intellektuell oder so extrem fordert, weißt du, und was halt auch viel einfacher eine breite Masse anspricht, und ich kritisiere das nicht, das ist doch völlig in Ordnung, so, das soll jeder so machen, wie er will. Dieses auf die Eins gehen, da muss man auch ganz ehrlich sein, Butter bei die Fische, muss man sagen, dass einmal auf die Eins gehen, das ist jetzt nicht die Welt, darum ist es mir auch scheißegal, ob ich auf die Eins gehe oder nicht, so, weil ich war schon da, ich habe gesehen, dass das nichts ändert, das ist nicht in irgendeiner Form besser, du verdienst dadurch nicht mehr oder weniger, als wenn du über einen längeren Zeitraum einfach eine gute Anzahl an Platten verkaufst und weißt du, also wir vergleichen uns gerne untereinander und sagen, oh, der hat 20 verkauft, dann ist ja der 80 verkauft, dann ist ja überkrass. Und der hat 100 verkauft, dann ist der 200 verkauft, dann überkrass. Aber, also, sorry, dann wenn wir uns da mal angucken, was ein Peter Fox oder Helene Fischer oder ein Xavier verkaufen, so, dann müssen wir alle still sein. So, weißt du, so die gute Frau Fischer, wie heißt sie nochmal? Aljonka oder so? Und,
Ja, auf jeden Fall. Genau, die gute Jelena, die kommt und verkauft einfach mehr als alle Deutschen, in einem Jahr als alle deutschen Rapper zusammen in ihrer gesamten Karriere so. Und weißt du, dann sollte man, bevor man jetzt echt so eine Faxe macht, am Ende ist sie diejenige, die mit einem Aventador kommen könnte, weißt du, in pink matt und mit schwarzen Felgen und könnte so das Geld aus dem Fenster werfen. Also wenn wir es so sehen, ist nur der Unterschied, ist, dass sie keinen Bock darauf hat, so weißt du, wahrscheinlich so eine Faxen zu machen. Ansonsten könnte sie uns ja alle blamieren. Also wir sollten uns alle locker machen, das ist schön und gut. Wenn einer 10, 20, 30.000 Platten verkauft, ist alles super. Und wenn man dann independent ist, kann man davon auch leben. Und das finde ich auch cool. Ich habe zu Bello-Zeiten auch meine 37.000, 40.000 gerade mal verkauft, so weißt du, also ich mache mich darüber nicht lustig, wenn einer weniger verkauft oder und ich genauso wenig bete ich einen an, nur weil er mehr verkauft. Daher, das sind alles keine Zahlen, auf die man sich einen runterholen kann, so weißt du, es ist alles im okayen Rahmen und es ist schön, dass das Rap eine gewisse Relevanz besitzt, so weißt du, aber viel wichtiger sollte es sein, was wir daraus machen, was wir für Musik machen und ob wir daraus etwas, eine sinnvolle Karriere, eine langlebige Karriere bauen können, weil niemand nutzt es, einmal Gold zu gehen in seinem Leben und danach nach Hause gehen, weißt du, sondern lieber schön über einen langen Zeitraum, wenn man dann 20, 30 Jahre das Ganze strecken kann und davon lebt und die Familie lebt und die anderen haben ihr Brot daraus, dann ist es gut. Sorry. Nee, alles gut. Du hast es auch so gesagt, in einem Track, es rappelt im Karton. Ein Album auf der Eins, was hattet ihr davon? Nein, kommt dann nicht. Reden wir mal über den Entstehungsprozess, weil was ich sehr merklich fand schon, war die Aussage, dass du dir gerne Sachen 10 bis gefühlte 100 Mal anhörst. Dass, bevor du, wir hatten vor uns schon diese über Beats gesprochen, bevor du einen Beat pickst, den teilweise ein Jahr lang anhörst. Länger sogar. Manchmal auch länger. Ich finde es halt krass, weil viele setzen ja so den Fokus auf absolute Aktualität. Ne? Muss so ein bisschen, was weiß ich, wenn ADAs wieder Mode sind, dann muss das rein oder ein bisschen Dubstep, dann das. Bei dir ist es so irgendwie der Gedanke an ewige Musik, jetzt übertrieben gesagt, und natürlich so dieser Gedanke, Klassiker zu schaffen. Ist das dann der Weg für dich, Klassiker zu schaffen, indem du einfach sehr, sehr lang und vielleicht auch verkopft an diese Sache rangehst? Mit Sicherheit. Also außer verkopft kann ich alles unterschreiben, weil das ist ja nicht nur verkopft, sondern Kopf, Herz, Bauch, das arbeitet ja alles miteinander, so weißt du. Es geht darum, da ein Gleichgewicht zu finden und auch ehrlich zu sich zu sein. Und das ist ja auch eine Rapper-Krankheit, dieses nicht in den Spiegel gucken zu können und einfach zu sich ehrlich zu sein. Weißt du, die wenigsten Rapper haben die Größe, zum Beispiel Schwächen einzugestehen oder zu sagen, ey, das ist, was ich da gemacht habe, ist Dreck. So, dann lieber pushen sie es und lieber sagen sie es, ich habe mein nächstes Album wird ein Klassiker, das wird die deutsche Rap-Szene aufräumen. Kein Mensch glaubt dir sowas. So, ich glaube das niemandem. Wenn das mir jemand erzählt, glaube ich das nicht so. Ich glaube das höchstens jemandem, der eine gewisse Kredibilität besitzt. So, weißt du, wenn mich jetzt ein Ton anrufen würde und sagen würde, ey, ich habe den krassesten deutschen Rap-Track aller Zeiten geschrieben, so, da würde ich sagen, oh shit, da kommt was auf uns zu, so, weißt du. Aber, wie gesagt, ich gebe mir Mühe, da das ganze Zeug auch wirken zu lassen. Und das heißt aber auch nicht, dass ich nicht auch schnell entscheiden kann. Aber ich glaube, dass ich auf Dinge achte so. Oder auch ein Rap-Kollege von mir hat mal gesagt, dass nicht meine Stärke darin liegt, was ich nehme, sondern was ich nicht nehme. Und das stimmt wirklich. Ich lasse alle Sachen, die auch nur ansatzweise irgendwie nicht so geil sein könnten, die lasse ich weg so. Also das ist so wie beim Goldsieben, so weißt du, ich habe das Gefühl, viele greifen einmal so in den Schlamm und sagen sich, hier, okay, das reicht, da wird schon was dabei sein und nehmen das mit nach Hause. Ich pack das in das Sieb, ich spüle das durch, spüle das nochmal durch, bis ich am Ende wirklich nur das Beste vom Besten so, und so setze ich mich selber natürlich auch unter Druck, so wenn ich das Gefühl habe, ein Song ist nicht state of the art und nach meinen Verhältnissen und nach meinen Vorstellungen gut genug, dann nehme ich den auch nicht aufs Album. Und genauso auch bei einem Verse, sogar wenn ich für jemanden Feature mache, darum habe ich auch keine Lust mehr, ehrlich gesagt, großartig Features zu machen oder so, weil ich diese Einstellung mit jemand anderem natürlich auch teilen können will, so weißt du, ich will das da merken, dass da jemand sich sagt, ey Dicker, wir holen da jetzt alles raus, das Ding muss krass werden, so. Für mich ist das, ich will das nicht mehr so hinrotzen, habe ich auch schon gemacht, aber habe ich zurzeit gar keine Lust drauf. Aber fällt es dir dann schwer, also weil ist ja viel dann so, dann hört man sich ein Jahr lang oder noch länger an, ne? Fällt es dann schwer, dann irgendwann doch mal zu sagen, das nehme ich jetzt? Kannst du dann aber wirklich dazu stehen? Ja, es,
ja, es ist dann auch nicht so, dass ich sage, oh, jetzt ist der Moment der Entscheidung, sondern ich vibe ja auch zu den Dingern, so weißt du, ich höre die Beats, zum Beispiel der Beat von SA zu dem V, der ist bestimmt schon 3 Jahre alt, so. Ich habe den immer wieder gehört und ich wusste, ich nehme den fürs Album und habe den zum Beispiel ganz oft zu Hause nur laufen lassen, der Chorus ist entstanden, als ich einfach, ich erinnere mich, dass ich Zeilen vom Chorus geschrieben habe, als ich gerade im Bad war und irgendwie mir die Zähne geputzt habe oder Hände gewaschen und im Hintergrund lief der Beat und so entstehen viele Sachen oder auch im Auto, dass ich einfach fahre und zum Beispiel von Limit die Hook, die ist innerhalb von 2 Minuten entstanden. Ich habe den Beat das erste Mal gehört, Q-Beats hat mir eine CD gegeben, ich habe die im Auto gehört und dachte, okay, jetzt, ich habe da direkt eine Hook, habe mein Telefon genommen, habe Sprachnotiz gemacht und habe die Melodie eingesummt und fertig. Also wenn es passt, dann passt es, so weißt du, also ich glaube, man spürt das auch, aber das ist, was ich sage, viele sind extrem so, die sind nicht reflektiert, was sie selbst angeht und die denken, alles, was sie machen, ist geil, so, nicht mal ich denke, alles, was ich mache, ist geil und ich halte mich für den besten MC des Landes und wenn nicht mal ich das denke, wie kannst du dann von dir denken, dass alles, was du machst, geil ist, so weißt du, also ich finde, man sollte da sich doch so viel wie möglich Mühe geben und sich Zeit lassen auch. Du hast ja dazu aufgerufen, dass man dir Beats schicken kann. Und du hast dich ja auch für jemanden entschieden. Auch Zweifel und Bestätigung ist der eine? Zweifel und Bestätigung ist von MAS Beats und Neue Namen ist von Keanu Beats. Also von beiden hatte ich davor nichts gehört. Ja. Und du hast ja aber mehr bekommen. Ist im Übrigen sehr auffällig, dass alle jetzt Beats heißen. Mel Beats hat angefangen, jetzt heißen alle Beats. Es ist ja aber dann schon, glaube ich, 1000 oder über 1000 sind eingetroffen bei dir. Wie konntest du dich denn aber dann aus diesem großen Haufen entscheiden? Weißt du, wie schwer das war? Das war so anstrengend. Es ging gar nicht um das Entscheiden, sondern es ging mehr darum, so, ich wollte jedem gerecht werden, ich wollte jeden Beat einmal hören, so. Aber manche haben 30 Beats geschickt und dann sind schon 25 Beats so, obwohl ich geschrieben habe, kein Trap und so, sind dann auch schon so richtig, wo du sagst, Dicker, ich kenne diesen Sound. Ich höre, du hast genau das und das benutzt, so, weißt du, das hat schon von mir aus Mike Will oder Jello Beats oder irgendjemand benutzt, so, und ich kann das eigentlich nicht hören, aber ich will auch kein Schwein sein. Ich habe wirklich jeden Beat einmal durchgehört. Irgendwann hatte ich das Problem, dass ich nicht mehr gepeilt habe, zum Beispiel, da stand auch nicht immer der Name und ob ich das schon runtergeladen habe oder nicht. Es kann sein, dass ich ein paar verpasst habe, weil ich das nicht mehr gerafft habe, weil mein Postfach, die wurden mir weitergeleitet, das war so voll irgendwann, dass ich meine normalen E-Mails nicht mehr da drin gefunden habe, weil ich hatte nur noch WeTransfer-Links und Beats und boah, das war richtig krass, Alter. Aber es hat voll Spaß, also es hat auch Spaß gemacht und für mich war das Schönste daran zu sehen, Digga, da sind einfach hunderte von Jungs und Mädels da draußen, die Bock haben, Musik zu machen, die Ideen haben und die Spaß daran haben. Ich werde das nächste Album definitiv auch so machen, viel früher. Und ich habe es dann so gemacht, ich habe immer die Dinger gekennzeichnet. Also ich habe versucht, die Liste so 3-mal oder so komplett durchzuhören. Dann habe ich, wenn mir was super gefallen hat, habe ich es direkt gekennzeichnet. Und irgendwann hatte ich die Dinger im Ohr. Zum Beispiel, ich wusste, das sind jetzt die MAS-Beats oder das ist der Ordner von Keanu, jetzt in dem Fall zum Beispiel. Und dann habe ich mir gewisse Ordner nochmal angehört. Die allerbesten Sachen habe ich mir dann in eine Playlist gezogen und aufs Handy und habe die dann im Auto weitergehört. Und so habe ich es dann rausgefiltert. Also schon Autohörer und Entscheider. Sehr viel im Auto. Ja, ich bin ja fast nur im Auto auch unterwegs. Das ist ja wie mein Wohnzimmer. Und ich liebe ja auch Autofahren, ich liebe auch Autos und das meiste findet da schon statt. Stimmt, das letzte Mal haben wir dich auch auf der Straße im Auto gesehen. Siehste? Du hast ja diesmal sehr viel auch mitproduziert, mit Smooth zusammen. War das so das erste Mal Beat-Erfahrung und Produktionserfahrung? Nein. Ich habe sehr, sehr früh schon produziert. Ich habe schon damals vor Melanie habe ich schon produziert. Ich habe die Sachen ja mit nach Hause gebracht und habe ihr sozusagen so ein bisschen den Sampler erklärt und dann ist sie selber auf diesen Vibe gekommen. Und ich habe es dann für mich dann halt immer wieder mal was, zum Beispiel Bitte Spitte, der Beat ist von mir, LMS ist von mir, Schwule Rapper ist von mir. Es gibt so ein paar Dinger, die ich auch heute noch teilweise auch performe, die dann halt von mir sind. Und oft ist es auch so, dass ich auch Samples einfach weitergeschickt habe oder an Ideen mitgearbeitet. Aber ich wollte mich nicht mehr so krass involvieren, weil mich ehrlich gesagt auch dieses gemeinsame Produzieren ist immer sehr schwer. Man braucht dafür einen Partner, mit dem man klarkommt. So. Das ist so wie eine Gruppenarbeit, weißt du? Und wenn dann die Egos zu groß werden, dann ist so ein bisschen... Also bei Smooth, sage ich ehrlich, habe ich jemanden gefunden, der schon auch ein Ego hat, aber das hauptsächlich das Wichtigste ist,
wir müssen uns nicht so viel reinreden, weil wir einen sehr ähnlichen Geschmack haben. Der ist mit der gleichen Mucke aufgewachsen, mit Razzcast und Hyro und East Coast, West Coast, alles. Der kennt, weißt du, wir können über Songs auf dem ersten Chronic uns unterhalten und was ich mit anderen nicht mehr kann, weil die aus einer anderen Zeit kommen, so, weißt du. Und deswegen, wenn ich ihm sage, Dicker, wir brauchen ein Ding, was so ein Vibe hat, so wie, als ob man jetzt, keine Ahnung, wenn ich sagen würde, als ob wir durch New York fahren und das muss uns so ein... Er weiß genau, was gemeint ist. Und, weißt du, oder wenn ich ihm sage, Dicker, wir müssen versuchen, so analogen und synthetischen Sound zusammenzubringen. Es muss düster klingen, gewissermaßen auch beliebig, aber gleichzeitig auch doch eigen so. Und so, er peilt es, so, weißt du. Und wir haben da eine sehr, sehr gute Chemie. Und ich muss ihm auch danken. Er hat mich in diesem ganzen Album extrem unterstützt. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich ihn kennengelernt habe, wirklich. Wie kriegt man Master Ace dazu, nochmal zu rappen? Ne, der war selber auch auf Tour parallel. Der hat das auf Tour auch aufgenommen. Darum ist seine Stimme, hört man auch, ein bisschen angegriffen. Man hört sein charismatisches Stimmchen schon raus. Ja, mit Sicherheit. Also, der hat ja auch eine besondere Stimme. Mein bester Freund hat einen Kollegen und der ist mit Master Ace befreundet. Und da meinte ich auch, ich so, der kann ihn ja mal anfragen. Und der hat angefragt und Ace wusste auch, wer ich bin. Er meinte auch, ich kenne aus Deutschland nur Savage. Wir hatten uns auch schon mal auf dem Hip-Hop-Open, glaube ich, getroffen. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich relativ viele Kollabos gemacht habe, auch mit Amis so. Und die Amis hören ja eh sehr auf Flow, so, weißt du? Das heißt, so, wenn die hören, dass einer wie sie flowt so, oder in diesem Style auch flowen kann, dann das honorieren die auch irgendwie. Und dann war es über Softe so. Wir haben kurz geschrieben und telefoniert und dann ging das ruckzuck so. Ich habe ihm den Beat gesendet, er hat das auf Tour aufgenommen, ist ein sehr, sehr höflicher und netter Kerl. So. Also hat mich sogar gefragt, also ja, haben wir überhaupt Budget oder wenn du kein Budget hast, soll ich es umsonst machen? Also fand ich sehr, sehr cool. Sehr cool. Lass uns doch zum Abschluss mal über das Intro sprechen. Das Intro ist ja was dir sehr viel, wo du sehr viel Wert drauf legst. Du hast auch letzte Woche bei uns deine 6 besten Alben so ein bisschen prämiert oder gekürt und hast da auch sehr oft das Intro erwähnt. Warum ist dir das so wichtig? Das hat sich so dahin entwickelt. Das ist mein Style jetzt. So, das habe ich bei Beste Tag gemerkt, weil die Leute aufs Intro abgespastet sind und ich es im Nachhinein kacke finde eigentlich. Aber seitdem, ich konnte nicht mehr weg von diesem Intro. Bei Optik Takeover hatte ich dieses, wer hat hier in diesem Land das, was so er hat, habe ich auch oft als erstes gespielt. Bei TOL das Intro, darauf rasten die Leute nach wie vor aus und so weiter. Und das ist halt, du legst die CD ein, das ist das Erste, was du hörst. Wenn du da schon verzockst, hast du keine Chance. Also ich erinnere mich, wenn ich Alben eingelegt habe früher und das Intro war nicht geil und zum Beispiel das Intro von Music to Drive By von Comes Most Wanted, ich liebe das. Und das ist für mich, der Sound des ganzen Albums folgt sozusagen dem Intro gewissermaßen, auch wenn er sich dann verändert, aber deswegen ist das Intro schon, hat für mich hohe Priorität. Doch, es ist schon die Essenz auch, ne? Also es kommt schon, es hat irgendwie das, es vereint das, was der ganze Rest ist. So, ne? Du hast den ersten Track und dann folgen 12 und das ist im Grunde genommen schon die Essenz da drin. Und es ist wie ein Menschen das erste Mal treffen, so, weißt du? Also wenn sich jetzt ein Junge und ein Mädchen treffen, dann ist ja auch das erste Mal, ist ja nicht so, oh, die hat, oh, ich höre ihre Lache oder oh, ihr Duft, sondern du siehst die Fresse und sagst, entweder es gefällt mir oder nicht, so, weißt du? Und das ist, gewissermaßen ist es so, dieses so, okay, zack, und könnte die richtige Person für mich sein oder nicht? Im Intro überraschst du natürlich mit Tim Bensko. Ja. Du legst ja auch sehr viel Wert schon immer mal auf diesen melodiösen Touch. Wieso gibst du dir das so gern? Guck mal, ich war ja auch schon so ein richtiger Anti-R&B-Fanatist vor 15 Jahren oder so. Hab dann irgendwann so, ich habe dann mal Cut Close gehört und habe dann gemerkt, dass mir R&B auf einmal voll gut gefällt. Konnte es mir auch nicht so richtig eingestehen. Dann habe ich Trey gehört. Das waren so 3 Mädchen auf dem Bone Thugs Harmony Sampler und mochte das total. Und dann kamen natürlich die Sachen, so dieser neuere R&B, wie zum Beispiel R. Kelly war vom Sound immer modern, Beyoncé. Und die hatten alle so diesen Staccato-Style, so weißt du, mit so Twists auch im Gesang. Und dann konnte ich mich auch dagegen nicht mehr wehren. Ich habe eine lange Zeit R&B gehört, R&B gehört, aber auch hauptsächlich R. Kelly und das Album von Ronald Isley, Buddy Kiss zum Beispiel. Bin dann einfach voll drauf kleben geblieben und hatte einfach auch Bock, das zu kombinieren. Bei Haus und Boot haben wir es ja gemacht, Valeska war in der Hook. Das hat auch geil funktioniert, weil es immer einen Kontrast gibt. Und
die, ja, man sagt, dass die Dinge am besten funktionieren, so wenn zwei Dinge aufeinander prallen. Das ist schöner oftmals, als wenn es nur eindimensional ist. Beim Essen ist es genauso, weißt du, deswegen liebe ich zum Beispiel vietnamesische Küche, weil du scharf und sauer hast zum Beispiel. Du hast sehr scharf mit sehr sauer und es prallt aufeinander. Ich mag das nicht, wenn, stell dir vor, alles würde, weißt du, wenn du Erbsen und Kartoffeln und Möhren zusammen zu einem Brei machen würdest. Das sind drei Elemente, aber wenn du die zusammen als ein Brei isst, schmeckt es nach gar nichts. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Kartoffelpüree hast, der voll mild schmeckt so, dazu dann aber Trüffel nimmst, die so einen intensiven Geschmack haben oder vielleicht so eine Bratensoße so und dazu irgendwas Deftiges, dann so, das knallt aufeinander und das funktioniert. Und so ist es bei der Musik, denke ich, auch. Und also auch mit Tim so ein bisschen so eine Sache, das Salz in der Suppe vielleicht? In dem Fall auf jeden Fall. Also ich habe die Hook geschrieben und habe die vorgeguided. Wenn ich das gesungen habe, klang das natürlich voll krächzmäßig und richtig asozial. Und das ist ja schön, so ich gehe da so 16 Bars drauf ab, so raste aus, ja, nehme das Ding auseinander, mach ein paar Ansagen und dann kommt er auf einmal und hat so und singt das voll ruhig, aber auch trotzdem so bestimmt und fässt das Ganze nochmal zusammen irgendwie und dann blüht das am Ende in diesem solange ich hier stehe auf, so weißt du, und ich habe dann immer so im Kopf, okay, wie wirkt das auf der Bühne und dann, oh, dann kommen die Leute in so einen euphorischen Rausch und so. Da haben wir aber schon wieder ein bisschen Epos. Ja. Und auch ein bisschen, doch. Ganz wenig, ein ganz kleines bisschen. Du kannst vielleicht nicht ganz drauf verzichten, musst du vielleicht auch nicht. Vielleicht gehört es einfach zu dir. Ist so, das machen die Heavy Metal Dudes ja auch seit Jahren. Also so ein bisschen Europe ist bei mir geblieben, Final Countdown. Dann freuen wir uns auf den 14. November auf Märtyrer. Eine Frage muss ich trotzdem noch stellen. Jetzt fällt es mit Echos Release Date zusammen. Ihr habt euch ja neulich schon bekundet, dass ihr euch mögt und dass alles schön ist. Wie guckt man jetzt dann auch vielleicht ein bisschen ernüchtert auf die Zeit von früher zurück? Naja, die Zeit war, wie sie war, weißt du, also ich denke, wir beide wissen immer noch, wo unser Konflikt damals lag und jeder sieht bestimmt für sich auch so Seiten an sich, wo er sagt, okay, oder Momente, wo man sagt, da hätte ich anders reagieren sollen. Ich war auch nicht immer, also ich war nach meinem Ermessen, war ich immer fair und so weiter, aber ich war zum Beispiel nie jemand, der durchgegriffen hat und das war als Label-Chef in Anführungsstrichen, ist das eine schlechte Eigenschaft, so weißt du. Ich hätte viel früher sagen müssen, wenn was nicht funktioniert hat, ich hätte viel früher sagen müssen, pass auf, diesen Weg gehen wir, diesen und keinen anderen und vielleicht hätte das dann auch zum Erfolg geführt, so weißt du, und wäre dann nicht im Split geendet, aber die Sachen sind so lange her, weißt du, das ist jetzt so, als ob man halt eine Ex-Freundin wieder trifft und jetzt ist man verheiratet, hat Familie, ist gesettelt und trifft die dann nach 20 Jahren wieder und sagt, oh, hallo, wie geht's dir, wie ist dir ergangen, und man wünscht sich alles Gute, da ist kein böses Blut oder irgendetwas, da ist von meiner Seite ist überhaupt null negative Feelings ihm gegenüber. Savas, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und einfach, dass das sich erfüllt, was du dir wünschst, natürlich, ne? Und vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir. Und du rappst auf Beats über Gewalttaten, Haschplatten abpacken, Nachtsasseln abkratzen. Wir sind Jungs, die das Land hassen und sich nicht anpassen, abwarten, was starten und etwas abfackeln. Alles matcht so, die Kappe, die Jacke und war ziemlich fresh unterwegs, zusammen mit SAV. Und wir haben echt geile Lyrics gehabt.